Meine Damen und Herren, einen Tag noch zum zweiten Hauptsatz und zur Definition der Entropie. Ein Tag noch ohne Experimente, weil dieser Bereich der Thermodynamik sich schlecht mit tatsächlichen quantitativen Experimenten illustrieren lässt. Morgen aber, das möchte ich gleich noch als Rettungsanker und Motivation erwähnen. Morgen werden wir dann einen Ausflug in den Bereich der Realität durchführen. Also das alles hat sehr viel mit Realität zu tun, aber in eine Realität, die man auch wirklich experimentell schön untersuchen kann, und zwar in den Bereich der Realgase, wo es dann also das, was es bei idealen Gasen nicht gibt, doch gibt, nämlich Phasenübergänge. Und das bedeutet, dass man dann vom gasförmigen über den flüssigen in den festen Zustand kommt und damit natürlich der ganze Anwendungsbereich der Thermodynamik, die für Sie sich jetzt irgendwie wie eine Gaswissenschaft darstellt, dann natürlich wesentlich verbreitert und dadurch erst recht klar wird, ein wie wichtiger Teil der Physik die Thermodynamik ist, weil sie eben es gestattet, nicht nur Gase, sondern beliebige Körper in einer sehr grundlegenden Weise zu beschreiben. Jetzt lassen Sie mich aber noch resümieren und dann zu Ende bringen, was wir bis jetzt über die Gültigkeit und Anwendbarkeit der Hauptsätze gelernt haben. Wir haben insbesondere gestern über den Joule'schen Expansionsversuch gesprochen, den ich noch einmal kurz zusammenfassen möchte. Wir betrachten ein meinetwegen zylindrisch gedachtes Volumen, das deutlich hier mit einer solchen Schlangenlinie oder wie Sie heute wollen, an, thermisch isoliert betrachten. Also man hat hier irgendeine Vorrichtung, die es gestattet, weitgehend einen Wärmeübergang von der Umgebung zum System und umgekehrt zu vermeiden. Wir haben hier ein Volumen V1 und ein Volumen V2 und das Gesamtvolumen V ist V1 plus V2. Und wir gehen bei diesem Joule'schen Expansionsversuch davon aus, dass sich zunächst einmal das betrachtete ideale Gas bei geschlossenem Ventil hier nur in dem Volumen V1 befindet und hat dort eine bestimmte Temperatur. Und dann wird also dieses Ventil geöffnet und das Gas breitet sich über das gesamte Volumen aus. Das bedeutet, dass Moleküle, die da heute gerade zufällig in der Richtung unterwegs sind, heute ungehindert sich weiter bewegen, dadurch ihre Energie auch nicht verändern, letzten Endes dann auf der Wand hier auftreffen und genauso weiter unterwegs sind wie sonst. Das heißt, weil sie ja sonst untereinander keine Wechselwirkung haben, beim idealen Gas ist es so, dass letztlich die Energie der Moleküle ihre mittlere Energie und damit ihre Temperatur dieses ganzen Systems sich nicht ändert. Und das ist auch ein experimentelles Faktum, dass bei diesem Expansionsversuch die Temperatur ungeändert bleibt. Sie erhalten damit letzten Endes einen Zustand, wo das Gas sich expandiert hat,
von Volumen V1 auf Volumen V, wobei sich die Temperatur nicht geändert hat. Eine isotherme Expansion. Naja, da hatten wir ja schon vor gar nicht so langem jetzt solche isothermen Expansionen betrachtet. Erinnern Sie sich an den Carnot'schen Kreisprozess, der von den vier Schritten, die da drinnen sind, zwei adiabatische hatte und zwei isotherme. Diese isotherme Expansion beim ersten Schritt des Carnot'schen Kreisprozesses hat aber erfordert, dass man eine Wärmemenge zuführt, weil ja das System bei dieser isothermen Expansion auch eine Arbeit verrichtet. Dieses System hier verrichtet keine Arbeit, denn da bewegt sich ja nichts nach außen, da wird kein Kolben bewegt, da kann ja keine Arbeit entnommen werden. Dieses System ist konkret nicht nur thermisch isoliert, sondern überhaupt in der Weise abgeschlossen, dass also auch keine Arbeit nach außen abgegeben werden kann. Das ist eine unterschiedliche Situation. Also was ist der Unterschied? Der Unterschied liegt in der Reversibilität und Irreversibilität. Dieses Experiment hier, ein watschen-einfaches Experiment, dieses Experiment ist ja nichts anderes, als einfach ein Ventil aufmachen, warten, bis das Gas durchzischt und dann also das ganze System ausfüllt. Dieses Experiment ist ein klassisches Beispiel für einen irreversiblen Vorgang. Also irreversible Vorgänge sind nichts so Exotisches. Das kann man mit so einem einfachen Experiment ja sofort realisieren. Sogar einfacher als ein gut definiertes Experiment mit einer Kolbenbewegung zu machen. Da müssen Sie den Kolben gut abdichten und richtig verschieben. Da brauchen Sie nur dieses Ventil aufmachen und die Geschichte läuft. Warum ist es irreversibel? Weil wir haben ja die Reversibilität so definiert, dass wir gesagt haben, wenn wir die Reihenfolge der Änderungen der äußeren Bedingungen umdrehen, muss sich auch der Vorgang umdrehen. Das ist natürlich bei einer Kolbenverschiebung ganz klar. Sie verschieben den Kolben hin, Sie verschieben den Kolben wieder her, das Gas expandiert und komprimiert wieder. Aber das haben Sie da nicht. Sie können das Ventil aufmachen, gut, und dann machen Sie es wieder zu, nicht gut, weil das System bleibt, was es ist. Sie können hier die Reihenfolge der Abfolge der äußeren Bedingungen umkehren, aber das System spielt Ihnen nicht mit. Das kommt nicht wieder zurück. Natürlich könnte es, wenn wir ein bisschen länger warten und die Moleküle durch reinen Zufall, weil niemand sagt Ihnen ja, was Sie tun müssen, halt durch reinen Zufall alle beschließen, Sie wollen wieder durch dieses Ventil zurücksausen, und da warten Sie drauf und in dem Moment machen Sie zu. Und jetzt sind Sie alle wieder links. Aber es ist Ihnen natürlich klar, dass das für Systeme mit 10 hoch 23 Molekülen typischerweise, und wenn es 10 hoch 24 oder 10 hoch 22, das ändert gar nichts, das passiert nicht. Hierin liegt eben die Bedeutung des Begriffs der Irreversibilität. Es ist nicht wirklich physikalisch ausgeschlossen, aber faktisch passiert es nicht. Und zwar mit einer wirklich an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit passiert es nicht. Dieses nur statistische Argument ist dann tatsächlich oft mehr gültig und wichtiger als manche viel noch fester argumentierte physikalische Gesetzmäßigkeiten. Dieser statistische Charakter des zweiten Hauptsatzes kann natürlich durchbrochen werden, wenn Sie da nur 5 Moleküle drinnen haben. Weil wenn Sie da zeitlang warten, kann schon mal passieren, dass diese Gefraster zufällig alle auf der linken Seite sind. Und dann machen schnell wieder zu und die Geschichte hat sich. Aber wir haben nicht nur 5.
Wir haben 10.23. Jetzt können Sie natürlich sagen, das ist ja nur ein quantitativer Unterschied. Aber im Prinzip ist es dasselbe. Na, da schauen Sie, was heißt im Prinzip. Es ist eben letztlich und führt auf einen qualitativen Unterschied, ob man 5 Moleküle oder 10.23. hat. Dieser zwar an sich nur quantitative, aber letztlich bei derartig großen Unterschieden auch qualitative Unterschied führt dazu, dass das ein irreversibler Vorgang ist. Ich glaube, Sie geben mir recht, das wird jeder auch so akzeptieren können. Also, wie können wir dieses System verstehen? Wie können wir es thermodynamisch rechnen? Wir hatten ja gestern den Begriff der Entropie eingeführt. Als eine Art Potential. Und zwar, weil wir gesehen haben, dass Integral über die geschlossene, über eine geschlossene Bahn in einem PV-Diagramm Delta Q durch T ist gleich 0. Das hat uns erinnert daran, wie wir in der Mechanik bei den konservativen Kräften gesehen haben, wenn wir eine konservative Kraft voraussetzen, ist das Integral FdR längs einer geschlossenen Bahn gleich 0. In einem konservativen Kraftfeld wird längs geschlossener Kurven keine Arbeit verrichtet. Hier haben Sie die Situation, dass bei reversiblen Vorgängen, das Ringintegral Delta Q durch T längs einer geschlossenen Kurve im PV-Diagramm auch gleich 0 ist. Das Modell dafür war natürlich wieder einmal der Carnot'sche Kreisprozess, denn das ist so ein geschlossener Vorgang im PV-Diagramm. Und da hatten wir gesehen, dass Delta Q1 durch T1, Delta Q warm durch T warm plus Delta Q kalt durch T kalt gleich 0 ist. Aufgrund unserer einfachen Rechnungen, die wir vorgestern durchgeführt hatten. Und wir haben dann daraus geschlossen, und das kann man natürlich genauer machen, aber das werden Sie sicherlich durchaus akzeptieren können, dass das auch für eine beliebige geschlossene Bahn in einem PV-Diagramm geht. Und genauso wie bei den konservativen Kräften wir dann argumentiert haben damals, wenn das der Fall ist, dann ist die Arbeit zwischen zwei Punkten wegunabhängig. So haben wir dann auch hier entsprechend, dass dieses Integral Delta Q durch T zwischen zwei Punkten im PV-Diagramm wegunabhängig ist, egal in welcher Weise hier Sie vorgehen. Und wieder ganz analog wie bei der Mechanik kann man daher ein Potential einführen. In der Mechanik haben wir das genannt, die potenzielle Energie. Und haben gesagt, das ist die Arbeit, die verrichtet wird, wenn man von einem Bezugspunkt, von einem Referenzpunkt zu dem jeweils betrachteten Punkt wechselt. Genau genommen war es dort dann unterschiedlich, aber dafür haben wir dort auch ein Minus gehabt. Über solche Kleinigkeiten wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Hier machen wir es detto. Wir führen eine Art Potential ein, indem wir eben sagen, wir betrachten ein Integral von einem Referenzzustand O zu dem betrachteten Zustand auf Punkt, ne? A von Delta Q durch T. Und das nennen wir die Entropie dieses Zustandes A. Und diese Entropie ist jetzt eine Zustandsgröße. Warum? Weil dieses Integral von dem Referenzpunkt zu dem betrachteten Punkt im P
V-Diagramm, also einen Referenzpunkt und da ihren betrachteten Punkt haben, wieder unabhängig davon ist, längs welches Weges sie von hier hierher kommen. Beziehungsweise daher ist, wenn sie rundherum gehen, die Sache eben null. So wie wir das gesehen haben, eben vom Kanoschen Kreisprozess. Das ist aber nur dann der Fall, wenn das reversible Vorgänge sind. Auch hier müssen wir reversibel voraussetzen. Nur dann gilt das. Der ganze Kanoschen Kreisprozess basiert ja auf reversiblen Zustandsänderungen. Und dass diese Größe wirklich eine Zustandsgröße ist, liegt eben daran, dass man eben längs beliebiger Wege von diesem Punkt, Referenzpunkt O zu dem H, zu dem A hingehen kann, solange sie nur reversibel sind. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, man kann auch einen irreversiblen Weg wählen, den da oben zum Beispiel. Also statt reversibel von dem Referenzzustand zu dem jeweils betrachtet zu gehen, können wir also auch ein Ventil aufmachen. Dann haben wir zwar nicht die Möglichkeit, die Entropie so auszurechnen, weil da setzt sich ja die Reversibilität voraus, aber der Endzustand, den Sie damit erreichen, nachdem Sie da pfft gemacht haben und das stellt sich dann so ein, hat ja wieder die gleiche Entropie. Nur kann die dann so nicht ausgerechnet werden, weil das bezieht sich nur auf reversible Zustandsänderungen. Also, wenn Sie irreversibel vorgehen, wie zum Beispiel da oben, dann kann das nicht notwendigerweise so passen und tut es auch nicht. Weil, wenn man da ja einen Wärmeabschluss voraussetzt, so wie ich das da angedeutet habe, dann sind ja die Delta Q alle null. Dann müsste ja auch die Entropieänderung null sein. Ist sie aber nicht, wie wir anhand eines Ersatzprozesses gesehen haben. Es ist mir schon sehr wichtig, dass das wirklich gut hinüberkommt. Deswegen wiederhole ich das noch einmal. Das hat so was Theoretisches und Uninteressantes an sich. Ich weiß es. Aber ohne diese Konzepte kommen Sie nicht zu dem entsprechenden Verständnis. Wir wollen also haben, dass wir zu diesem Prozess, zu dem Zustand, wo sich das System über das ganze Volumen ausgebreitet hat, jetzt anstatt durch Öffnen eines Ventils, durch einen Ersatzprozess kommen. Und der Ersatzprozess ist der, dass man also da mit einem Volumen V1 anfängt und da jetzt dann einen Kolben bewegt bis da herüber, sodass dann das ganze Volumen wieder V gleich V1 plus V2 ist und das aber dann isotherm durchführt, und reversibel, dann passt es. Dann kann man sich die Entropieänderung auf der Basis als Integral Delta Q durch T ausrechnen. Naja, aber dann liegt ja eine andere Situation vor. Überlegen Sie einmal. Jetzt bewegen wir den Kolben da heraus, in aller Ruhe, schön langsam, quasi statisch. Jetzt haben wir ja Zeit, jetzt wird es nicht so durchflutschen, sondern jetzt haben wir es in der Hand, das reversibel, quasi statisch, in aller Ruhe, Thermodynamik, langsame Wissenschaft, durchzuführen, bis zu dem Zustand nur. Da ist ein wichtiger Unterschied. Jetzt leistet das System eine Arbeit, weil das treibt ja durch seinen eigenen Druck den Kolben hinaus. Und daher, wenn man jetzt nichts dazu tut, wird es kälter. Das wollen wir aber nicht.
Es soll ja letztlich am Schluss den Zustand wieder so repräsentieren und reproduzieren wie hier. Das heißt, jetzt müssen Sie währenddessen hier da eine Wärmemenge Delta Q hier zuführen, damit dann während dieser reversiblen isothermen Expansion, dass die Temperatur die gleiche bleibt. Verstehen Sie mich? Wichtiger Unterschied. Warum ist denn das notwendig, werden Sie fragen. Wie schaut das aus der Sicht der Gasmoleküle aus? Na, da versetzen wir uns eben in so ein Gasmolekül. Das wird hier einfach munter da durchfliegen, dann seine Geschwindigkeit nicht ändern. Warum sollte es denn? Fliegt ja da durchs Vakuum, das ist ja nett. Haben wir ja ein bisschen eine längere, mittlere, freie Weglänge, stoßt nicht so oft mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Nein, es gibt keine weiblichen, sondern nur tatsächliche Moleküle. Also irgendwo hört sich das dann auf. Also mit seinen Kollegen da zusammen, nicht zusammen, da ist ja Vakuum, fliegt daher und dadurch bleibt die Energie die gleiche und auch die Temperatur, denn die ist ja bestimmt durch die mittlere kinetische Energie jedes einzelnen Moleküls in dem Gas. Aber hier ist die Geschichte anders. Da geht diese Wand zurück und die armen Moleküle fliegen gegen eine sich zurückziehende Wand, verlieren dadurch kinetische Energie. Na, stoßen Sie einmal elastisch gegen eine zurückweichende Wand oder schießen Sie mit einem Tennisball gegen eine zurückweichende Wand, dann kommt er langsamer wieder zurück, weil Sie müssen ja berücksichtigen, dass da ein Teil jetzt eben als Arbeitsleistung da hinübergeht, während das sich da hinüberzieht. Also werden die langsamer. Also wird die Temperatur niedriger und damit das nicht passiert, denn Sie wollen ja den Zustand so haben, wie er da am Ende ist, müssen Sie Wärmemenge so hinzufügen, dass gerade diese Arbeitsverrichtung hier energiemäßig wieder kompensiert wird. Man muss betragsmäßig da so viel Joule an Wärme zuführen, wie da an Joule mechanischer Arbeit durch diesen Kolben da eben verrichtet wird. Da wird die Wärme wirklich zu 100% in Arbeit übersetzt. Das ist aber auch kein Kreisprozess. Sie kommen ja nicht zu demselben Zustand. Das haben wir schon besprochen. Also das ist der entsprechende Ersatzprozess. Und diese isotherme Expansion und die sich daraus ergebende Wärme, Zufuhr, die da notwendig ist. Das hatten wir uns in den letzten zwei oder so Tagen mehrfach ausgerechnet. Das ist das Integral, ist auch nur eine Wiederholung jetzt, von V1 bis V, von V1 bis V, P dV. Naja, und dieses Integral von 1 bis VV, PDV', weil das V ist die obere Grenze, wenn man das P also als NRT durch V nach der idealen Gaszustandsgleichung einsetzt und das Integral durchführt, kriegt man NRT mal ln V durch V1. NRT mal ln V durch V1. V ist größer als V1, ln V durch V1 ist positiv, das Ganze ist größer als 0. Und daher können wir jetzt auch die entsprechende Entropieänderung bestimmen. Das ist das Delta Q durch T. Das T, es ist ja isotherm, ist immer das Gleiche. Wir wollen ja dieses Integral Delta Q durch T ausrechnen, von hier hierher. Na, T ist konstant, Sie brauchen da nur durch T durchdividieren. Ja, da steht das eh so praktisch drin. Also bleibt stehen N mal R mal ln V durch V1. Und das ist natürlich dann auch größer als 0. Weil die Temperatur ja auch eine Größe größer als 0 ist. Es geht ja um die absolute Temperatur und die geht nicht unter 0, also größer als 0. Sie sehen also, das Delta S hier ist da größer
als null, weil sie ja da hier so Wärme zuführen. Und Sie können also erkennen, wenn man einen reversiblen Prozess hat, der thermisch abgeschlossen ist, also thermisch bei einem thermisch isolierten Prozess, für thermisch isoliertes System haben Sie ein Delta S gleich 0, wenn wir reversibel arbeiten. Wenn Sie ein thermisch isoliertes System und reversible Vorgänge haben, dann ist das Delta Q da drinnen wirklich immer 0. Wir sind reversibel und die Entropie wird sich nicht ändern. Aber wenn jetzt hier Sie ein thermisch isoliertes System haben, aber Irreversibilität dann kann es durchaus passieren, dass die Entropieänderung größer als 0 ist, wird auch im Allgemeinen, obwohl es ebenso thermisch isoliert ist. Das deute ich ja mit dem hier an. Und daher wird also wieder für ein thermisch isoliertes System das Delta S größer sein für irreversibel. Da ist als wichtiges Argument eben zu sehen, dass der Endzustand hier und hier ja dasselbe ist. In beiden Fällen ist der Endzustand ein Gas, das ganze Volumen V ausfüllt, homogen und die Temperatur T hat, denn die ändert sich ja nicht. Hier bleibt auch die Temperatur T, aber weil wir eben Wärme hineingefüttert haben. Und weil eben sich die Entropie als eine Zustandsgröße herausstellt, die eben nur von dem Zustand abhängig ist, nicht aber von dem Weg, längs dessen wir den Zustand erreicht haben, hat dann auch dieses System nach Öffnen des Ventils dieselbe Entropie und dieselbe Entropieänderung gegenüber vorher. Das heißt, das hat auch ein Delta S größer als 0, weil der Endzustand ja in beiden Fällen dasselbe ist und der Anfangszustand ja auch. Auch hier haben wir, wenn es nur in V1 ist, die Temperatur T, was wir da auch haben. Es ist nur der Weg ein anderer. Der ist reversibel, der ist irreversibel. Das heißt, obwohl hier keine Wärme ausgetauscht wurde, nimmt hier sehr wohl ebenso die Entropie zu, aber es handelt sich eben um einen irreversiblen Vorgang. Und man kriegt daher für diesen Fall, wenn die Zustandsänderung ohne Wärmeaustausch erfolgt und reversibel ist, muss das Delta S gleich 0 sein, weil dann ist ja das Delta Q da drinnen immer gleich 0. Daher ändert sich auch das S nicht. Während wenn es irreversibel ist, kann das durchaus größer als 0 sein, auch wenn es thermisch isoliert ist. Daher kriegen wir also, wenn man das verallgemeinert, diese Beziehung für ein thermisch isoliertes System. Bei reversiblen Vorgängen ändert sich die Entropie nicht, bei irreversiblen Zuständen wird sie zunehmen. Und das bedeutet also generell, in thermisch isolierten Systemen ist das Delta S größer gleich 0. Gleich 0 für reversible Prozesse. Das sind in Wirklichkeit die weniger häufigen. Das meiste auf der Welt ist irreversibel. Und so reversible Zustände, das ist so wie eine Gratwanderung, wo man also gerade so schön
reversibel, quasi statisch vorgeht, dass man das wieder zurückmachen kann. In den meisten Fällen macht es irgendwie Klatsch und dieser andere Zustand und das war im Wesentlichen dann ein irreversibler Vorgang. Genauso wie wir ja ständig irreversibel leben und daher dann letztlich auch immer älter werden und das immer in eine Richtung geht. Wir leben ja auch irreversibel und können also nicht jetzt einmal seinen Schalter umdrehen und den Kolben wieder zurück und dann sind wir wieder das, was wir früher waren. Das passiert eben nicht. Also Sie sollen nicht glauben, dass das irgendwie das Schlechte ist sozusagen. Das ist so wie bei den Reibungskräften und bei den nicht konservativen Kräften. Die sind an sich gang und gäbe. Und so konservative Kräfte kann man oft so irgendwie als eine Idealisierung ansehen, die aber doch in manchen Fällen zu einem hohen Grad erfüllt ist, wenn Sie zum Beispiel denken an die Gravitation rund um die Sonne. Die ist ein Kraftfeld, die in höchstem Maße ein konservatives Kraftfeld ist, denn sonst war unsere Erde nach Milliarden Umkreisungen schon längst in die Sonne eingefallen. Dass wir immer noch da sind, ist also ein Gotteswunder, wenn man so sagen möchte. Na gut, wir verstehen das schon. Aber dieser Grad an Konservativität des Gravitationsfeldes in der Umgebung der Sonne und des Nichtvorhandenseins irgendwelcher Reibungseffekte, weil halt der Weltraum so gut evakuiert ist, nicht? Der führt dazu, dass wir überhaupt eine Chance gehabt haben, uns hier zu entwickeln, weil wir ein unwahrscheinlich stabiles Environment gehabt haben. Denken Sie sich nur, über mehrere Milliarden Jahre ist das alles geblieben, wie es ist. Und auch die Temperaturen, so arg haben sie sich nicht verändert. Es hat zwar Eiszeiten und Wärmezeiten gegeben, aber das Meer war nie ganz zugefroren, ist nie ganz verdampft. Wir haben also gute Chancen gehabt, uns aus Algen und verschiedenen Zwischenstufen bis zu dem zu entwickeln, was wir jetzt sind. Das liegt also an diesem hohen Maß an Konservativität des Gravitationsfeldes. Aber in den meisten anderen Fällen, die wir da hier so beobachten, sind die Dinge nicht so stabil. Und dementsprechend ist also das mit nicht konservativ oder irreversibel gar nicht so ungewöhnlich, sondern eher die Regel. Und das ist also die extreme Ausnahme. Aber jedenfalls, die Entropie wird in einem thermisch isolierten System nie abnehmen. Sie wird höchstens zunehmen, wenn wir einen irreversiblen Prozess haben. Und sie kann höchstens für reversible Prozesse halt gleich bleiben, wenn das System thermisch isoliert ist. Das ist auch eine Form des zweiten Hauptsatzes. Weil das ja aus diesen Überlegungen hier gefolgert ist, die ja letzten Endes auf der Clausius'schen Interpretation oder der Clausius'schen Darstellung des zweiten Hauptsatzes basieren. So, jetzt halte ich mich wieder einmal kurz zurück und frage Sie, die Sie Gott sei Dank noch relativ zahlreich hier vorhanden sind, ist Ihnen im Prinzip dieser Gedankengang verständlich? Ich gebe zu, dieses S, was wir da definiert haben, ist nicht sonderlich anschaulich. Dass das V, die potenzielle Energie in der Mechanik, die auf ganz gleiche Art eingeführt wurde, verständlicher ist, liegt daran, dass man sich unter Arbeit und Energie viel mehr vorstellen kann als unter dieser Entropie. Aber Sie werden doch sicher erkennen, die Überlegung, die zur Einführung der Entropie hier führt, so quasi als ein Potenzial innerhalb dieses PV-Diagramms, weil es ja für reversible Vorgänge dieses Ringintegral gleich Null gibt, wie bei den konservativen Kräften, die Überlegung ist genau die gleiche. Nur dummerweise, das, was da dann als Entropie und dann als Entropieänderungen zwischen zwei Zuständen herauskommt, das ist nicht so besonders anschaulich. Und das hat die Menschen natürlich über ein paar Jahrzehnte sehr geärgert. Obwohl der Parameter sich gut für thermodynamische Maschinen hat berechnen lassen,
sehr praktisch war, dass man das gehabt hat. Es gibt einen eigenen Bereich, die technische Thermodynamik, wo man also solche Dinge wunderbar benutzen kann. Ich bin kein Thermodynamiker in dem Sinn, aber Leute, die das machen, die gehen mit dem um, wie mit ihrem täglichen Brot. Na, das ist die Entropie, die rechne ich da jetzt aus, weil wenn ich das mache, kann ich das und alles schlussfolgern. Ne? Nur dieses Begriffliche im Sinn von Begreifen, dieses Gefühl, was tue ich hier eigentlich, das ist in der Form nicht so ohne weiteres gegeben. Und das wird uns jetzt die nächsten 35 Minuten circa beschäftigen, uns klar zu machen, wie man dem einen Sinn, eine physikalische Interpretation geben kann. Gott sei Dank kann man das. Und unser großer Vorgänger da, der Herr Ludwig Boltzmann, hat also hier ganz entscheidende Beiträge geleistet und wurde, wie ich glaube, schon ein paar Mal erwähnt habe, auch sehr angefeindet. Ja, das ist immer, wenn Ihnen was Neues einfällt, dann gibt es also sehr viele Leute, die das also ganz schlecht finden. Denn wenn das gut gewesen wäre, wären sie ja selber drauf gekommen. Das heißt, es kann ja nur schlecht sein, sonst wären sie ja selber gescheit genug. Das ist eine allgemeine Sache. Das können Sie sich gleich für Ihr weiteres Leben merken. Wenn Sie auf wirklich was Gescheites draufkommen, werden zunächst alle dagegen sein. Weil Sie sich darüber ärgern, dass Sie nicht selber draufkommen sind und daher denken, das kann eigentlich nichts Besonderes sein. Außerdem, wer ändert schon gern seine Weltsicht und seine Lebensanschauung, wenn da irgend so ein Junge daherkommt mit irgendwas, nicht? Und auch der Boltzmann ist einmal jung gewesen, obwohl er jetzt immer mit Rauschebart dargestellt wird. Nicht? Aber wie er auf das ursprünglich draufgekommen ist, war er natürlich ein junger Bursch, so wie immer. Dort werden die besten Sachen gemacht. Also Sie sind jetzt die, die an der Reihe sind. Nicht ich, sondern Sie sind diejenigen. Denken Sie dran. Sie haben eine große Verantwortung. Also wir müssen das, was da hier steht, diese Aussage, die müssen wir jetzt irgendwie verstehen und irgendwie versuchen, statistisch zu interpretieren. Statistisch, habe ich schon gesagt. Es zeigt sich, dass der Weg zum Verständnis dieser Aussage über die Statistik läuft. Wir machen jetzt wieder einen Schwenk von der phänomenologischen Thermodynamik mit den Hauptsätzen, mit den Zustandsgrößen, mit den Zustandsänderungen und so weiter, was eher ein bisschen fad ist, ich weiß es schon. Zurück zur Statistik, also zu dem, was wirklich in dem System passiert. Das ist auch nicht unwirklich. Das sind letzten Endes Aussagen über statistische Mittelwerte. Wenn wir von Temperaturen sprechen, von Entropien, von Wärmezufuhr, sprechen wir eigentlich immer über Mittelwerte von Energien, Impulsen und so weiter, über viele, viele Moleküle in dem System. Und wenn man das also jetzt vernünftig verstehen will, muss man sich dieser Situation, dass man ja eigentlich mit einem System sehr vieler Moleküle und dessen Statistik und dessen Dynamik hier spricht, das expliziter durchführen. Also wollen wir die Sache statistisch betrachten. Also ich muss mich entschuldigen, jetzt ist bereits eine Dreiviertelstunde vergangen und ich habe Ihnen eigentlich gar nichts Neues erzählt. Denn das alles ist irgendwo gestern auch schon da gewesen. Aber ich weiß aus eigener Anschauung, dass diese Geschichten irgendwie schlecht zum Verstehen sind. Obwohl es mathematisch bitte, was ist da schon groß? Fast gar nichts. Aber begrifflich kompliziert sind. Und ich denke mir und hoffe, dass mit dieser wiederholten Darstellung Ihnen das Ganze ein bisschen weniger schleierhaft vorkommt, als es Ihnen vielleicht vorher vorgekommen ist. Und jetzt wollen wir hoffen, noch weitere Schleier wegzunehmen, sodass dann für Sie dieser Entropiebegriff doch etwas physikalisch Anschauliches gewinnt. Wenn ich, ja, mir das gelingt jetzt noch in die paar Minuten da, dann haben wir viel gewonnen. Weil glauben Sie mir, es rennen in dem Haus und sonst auf der ganzen Welt viele Physiker herum, die eigentlich in ihrem Inneren auch nicht recht glücklich sind mit dieser Entropie, weil sie es auch nicht so wirklich begrifflich übernausert haben sozusagen. Und diese Sache möchte ich Ihnen ersparen.
Sie sollen also nicht gleich in Angst und Schrecken verfallen, wenn Sie wo eine Entropiegröße sehen, sondern zumindest eine gewisse Vorstellung davon haben, was damit gemeint ist. Also die physikalische Interpretation. Und da starten wir wieder mit diesem Joule'schen Expansionsversuch. Deswegen habe ich auch heute wieder mit dem angefangen, weil jetzt wollen wir hier aber jetzt nicht phänomenologisch thermodynamisch weitergehen, sondern uns den gleichen Versuch statistisch betrachten. Also, wir betrachten dieses System dort, aber wir betrachten es mit schon geöffnetem Ventil V1 und V gleich V1 plus V2, wenn das da hier V2 und das V1 ist. Und es sei also die Öffnung dieses Ventils schon vollzogen. Und das hat schon pfft gemacht und hat sich ausgebreitet über das ganze System V und ist jetzt so. Also eigentlich gar nicht so interessant, weil na schon, was ist das schon groß? Ein Gas mit Temperatur T. Denn die Temperatur hat sich ja nicht geändert, wie wir experimentell wissen und wie man auch verstehen kann, wegen der Idealität des Gases. Also diesen Zustand betrachten wir. Und jetzt wollen wir uns den Wahrscheinlichkeiten zuwenden. Wir bezeichnen als W Wahrscheinlichkeit für das Volumen V die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Molekül im Volumen V befindet. Wahrscheinlichkeit, dass Molekül in Volumen V. Und dann W von V1, dasselbe, aber für das Volumen V1. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Molekül in dem Volumen V1 befindet. Nun, die können ja diese Moleküle da so herumzischen, einmal sind sie dort, einmal sind sie da. Das kann man sich ja durchaus vorstellen. Naja, und jetzt wollen wir einmal schauen, wie sich denn das nun wirklich darstellen lässt, diese Wahrscheinlichkeiten. Und das ist an sich, Gott sei Dank, was ganz, ganz Einfaches. Diese Interpretation mit den Wahrscheinlichkeiten dafür, wo die Moleküle sind, ist total einfach. Man muss nur wie so oft mit einfachen Anfängen beginnen. Naja, und daher schauen wir uns das einmal an für den äußerst realistischen Fall, nicht? Dass wir nur ein Molekül in dem ganzen System haben. Muss schon sehr gut evakuiert sein, wird man de facto nicht zusammenbringen. Aber das ist ja das Schöne bei einem Gedankenexperiment. Denken kann man sich alles. Und es ist sicherlich nicht unmöglich, dass einmal da halt ein Molekül herumfliegt. Müssen Sie halt in den tiefen Weltraum hineingehen, dann ein Sample nehmen und das dann dort betrachten. Nicht? Naja gut, also ich überlasse Ihre Fantasie, wie man sowas betrachten könnte. Na, in dem Fall ist also das W von V natürlich gleich 1. Denn irgendwo muss es ja sein, dieses Molekül innerhalb des ganzen Volumens. Denn raus, davon wollen wir ausgehen, das ist gut abgedichtet, raus kann es ja nicht. Ja, aber das W von V1, das wird jetzt nimmer mehr 1 sein, sondern das wird einfach V1 durch V sein. Wenn also zum Beispiel das V1, nehmen wir mal an, die Hälfte von V ist, na, dann wird es gleich wahrscheinlich sein, dass es einmal dort und einmal da ist. Nicht? Wir gehen ja davon aus, dass das eben so irgendwie statistisch, chaotisch da herumfliegt, wie es halt so die Moleküle machen. Und nicht irgendeine, es könnte ja so ein blödes Molekül jetzt da immer da, so wie auf einem Billardtisch so hin und her tun. Na, dann ist es immer da. Aber genau sowas setzt man voraus, dass nicht passiert. Weil dann würde ja Ort und Geschwindigkeit schon korreliert zueinander sein. Und wir setzen das molekulare Chaos voraus. Dieses Ding fliegt also irgendwie da kreuz und quer herum. Verstehen Sie? Daher wird diese Wahrscheinlichkeit für ein Molekül natürlich V1 durch V sein. Und wenn das also zum Beispiel da gerade in der Mitte wäre, das kann man ja annehmen, dann wäre das gerade 0,5. Na, ich glaube, jeder versteht, was gemeint ist. Na, jetzt kann man aber sagen, was ist für zwei Moleküle?
Auch das kann man sich sehr leicht überlegen, weil da muss man das Prinzip der Unwahrscheinlichkeit sich klar machen. Also, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es im Volumen, dass beide im Volumen V sind, ja, das ist natürlich nach wie vor gleich 1. Denn irgendwo müssen sie ja sein innerhalb dieses Volumens, und wenn das also eh offen ist und die fliegen da drin herum, klar, dass die Wahrscheinlichkeit 100% ist, dass die beiden in dem Volumen V sind. Da brauchen wir nichts drüber reden. Aber, dass jetzt beide im Volumen V1 sind, beide Moleküle, bedeutet, dass das eine Molekül in V1 ist und das andere Molekül in V1 ist. Und dass zwei Dinge beide passieren, das eine und das andere, ist dann das Produkt der Wahrscheinlichkeiten. Die eine Wahrscheinlichkeit mal der anderen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, Sie haben da V1 durch V zum Quadrat als Wahrscheinlichkeit, dass das eine und das andere Molekül in diesem Teilvolumen V1 ist. Ja, wenn Sie da zum Beispiel V1 und V2 gleich groß nehmen, dann ist das 0,5 zum Quadrat. Also ein halb mal ein halb, das ist ein Viertel, 0,25. Na, wenn man lang genug wart, wird das auch passieren. Es ist schon ein bisschen unwahrscheinlicher geworden. Und das ist Ihnen ja verständlich. Denken Sie sich, das fliegt da irgendwie herum. Sie müssen schon ein bisschen länger warten, bis sich die beiden bequemen, wieder einmal beide zufällig auf der Seite V1 zu sein. Es ist nimmer mehr so 50-50. Es passiert seltener. Auch das ist Ihnen sicher verständlich. Schauen Sie, und mehr als das braucht man für die ganzen Überlegungen nicht. Es ist so wie immer bei großen Ideen. Sie sind so einfach, dass jeder hätte draufkommen können. Aber einer hat halt draufkommen müssen. Und das ist die große Kreativität, die halt dann, wenn das Feld bereitet ist sozusagen, viele Informationen schon vorhanden sind, dann irgendeinem Wiffzack halt vorbehalten ist, dass der dann diesen Blick hat. Bah, so ist es. Und das wollen wir heute jetzt versuchen nachzuvollziehen. Naja, also wenn wir jetzt groß N Moleküle haben, also N ist sowas wie 10 der 23. oder sowas, also viel, nicht? So was man halt so typischerweise hat bei den Molekülen in einem Gas, nicht? Da haben wir wieder. Das W von V ist nach wie vor 1. Selbst wenn es N Moleküle sind, die Wahrscheinlichkeit, dass in den ganzen Volumen V drin sind, ist 1. Sie sind eben dort. Wo sollen sie sonst sein? Das ist ja ihre Aufenthaltsstelle. Ein abgedichtetes Volumen. Aber das W von V1, das ist natürlich jetzt schon eine blödere Geschichte. Weil das ist also V1 durch V hoch N. Naja, und wenn man also jetzt zum Beispiel annimmt, damit man sich was vorstellen kann, ne? Annahme oder Annahmen, dass das V1 gleich V halbe ist, wie gesagt, das soll in der Mitte unterbrochen sein, nicht? Diese zwei Volumina, V ist das Ganze und V1 ist die Hälfte von V. Und dass wir also annehmen, das Groß N ist 6 mal 10 hoch 23, die Anzahl der Moleküle da drinnen. Na, was kriegt man dann für W von V1? Damit kriegen Sie ein W von V1, und das ist also eine hoffnungslose Zahl. Nicht? Das ist also 0,5 V1 durch V, 0,5, schreiben wir das hoch, ja, schreibe es einmal auf, 0,5 hoch N. Das ist nichts anderes als der Reziprokwert von 0,5, das ist 2 hoch minus N. Das ist dasselbe. 2 hoch minus 1 hoch N. Das steht da, und das N jetzt ist 6 mal 10 der 23. Das heißt, wenn man das jetzt auf eine Zehnerpotenz umrechnet, was ja keine Schwierigkeit ist,
dann ist es 10 hoch, und ich muss selber nachschauen, minus 1,8 mal 10 der 23. Also im Wesentlichen, na, den Dreier bringe ich jetzt nicht mehr gut zusammen, aber das ist aber blöd, den sollte man besser sehen. Der ist wichtig. 10 hoch 23. Na ja, gut. Vielleicht sieht es die Kamera. Und Ihnen sage ich es. Na, stellen Sie sich das einmal vor. 10 hoch minus 10 der 23. 10 hoch 10 der 23. Das ist 1 durch eine 1 mit 23 Nullen. Und mit 10 hoch 23 Nullen hinten auch. 1 durch 10 hoch, 1 durch eine Zahl mit 10, 1 und dann 10 hoch 23 Nullen hinten noch. Na, was soll man dazu sagen? Na, das heißt, das passiert de facto eben nicht. Na, das geht eben nicht mehr, dass die von allein da wieder rüberkommen. Und jetzt könnte man natürlich total enttäuscht sein und sich denken, gut, und damit gebe ich es auf. Mit so einer Zahl kann ich ja nichts anfangen. Und diese Desperation hat der Boltzmann nicht gehabt, zumindest letzten Endes nicht mehr. Weil er hat eben versucht, trotz dieser monströs kleinen Zahl eine statistische Interpretation zu machen. Ansatz, der also auf Boltzmann zurückgeht. Er hat nämlich aufgeschrieben, er macht einen Ansatz für die Entropie, die wir da oben so thermodynamisch da als Potential und so eingeführt haben, gleich K, das haben wir schon gehabt, diese Boltzmann-Konstante, die haben wir gehabt im Zusammenhang mit der Temperaturdefinition, erinnern Sie sich? Die mittlere kinetische Energie eines Moleküls pro Freiheitsgrad ist 1/2 kT. K ist dort die Boltzmann-Konstante. T ist die makroskopische Temperatur. Sie werden sich sicher an diesen Ansatz erinnern. Den sollten Sie nicht mehr vergessen. Das ist ganz zentral. Sonst verstehen Sie ja nicht, was die Temperatur ist. Und der Physiker, der nicht weiß, was die Temperatur ist, ist ja Schande. Also Sie dürfen nicht aus meiner Vorlesung rausgehen und dann sagen, Temperatur war es eigentlich nicht recht. Also das, bitteschön. Also damit wissen Sie, was das K ist. Und da kommt jetzt noch dazu, mal LNW. Und dieses W, das ist eben jetzt diese Wahrscheinlichkeit für den Zustand. Und jetzt wollen wir einmal nachschauen, ob es das bringt. Ob das also sinnvoll ist. Da darf man mal eins nicht vergessen. Der natürliche Logarithmus. Also ein Logarithmus. Auch von einer sehr großen oder sehr kleinen Zahl ist schon harmloser. Weil das ist ja im Wesentlichen nur mal der Exponent. Also nicht 10 hoch 10 der 23, sondern nur mehr 10 der 23. Das ist ja schon ein bisschen harmloser. Und dann multiplizieren Sie es noch mit einer kleinen Zahl. Denn das K ist ja was Kleines. Warum ist das was Kleines? Weil wir haben ja gesagt, die mittlere kinetische Energie eines Moleküls pro Freiheitsgrad ist 1/2 kT. Na, da muss das K ja was Winziges sein, weil es sich ja nur auf ein Molekül bezieht. Sie multiplizieren es ja dann noch mit der Anzahl groß n der Moleküle, um auf die innere Energie zu kommen. Das haben wir ja schon durchgeführt. Also das haut diese fürchterliche Zahl schon gewaltig zusammen. Der Logarithmus macht die großen Zahlen oder die sehr kleinen Zahlen einmal viel handhabbarer und dann multiplizieren sie es noch mit den kleinen K. Also da haben wir schon Chance, dass wir auf was Handhabbares kommen. Und auf was wir jetzt kommen, ist sehr leicht auszurechnen. Gott sei Dank ganz leicht auszurechnen. Diese Gleichung finden Sie am Zentralfriedhof. Unter den Ehrengräbern natürlich liegt der Herr Boltzmann. Mal ein bisschen suchen, wo das ist, aber da gibt es so... Es ist ganz gut, sich das einmal anzuschauen. Machen Sie das einmal. Wenn Sie einmal irgendwo da draußen einmal zu tun haben, dann machen Sie einmal einen kleinen Ausflug zu Boltzmanns Grab. Ne? Das ist also, naja. Also, rechnen wir uns das aus. Das S von V1 können wir uns leicht ausrechnen. Das ist gleich
k mal ln von v1. Weil die Wahrscheinlichkeit, w von v1, plötzlich. W von v1. Und das S von v ist k mal ln dem w von v. Das w von v, das ist aber allemal gleich 1. Und der ln von 1 ist 0. Damit ist das einmal bereinigt. Aber was ist mit dem S von V, mit dem S von V1? Na, da rechnen wir uns gleich das Delta S aus. Die Änderung der Entropie zwischen dem Zustand, wo das System alles auf V1 ist, und dem Zustand, wo es in V gleich V1 plus V2 ist. Das Delta S, das ist also in diesem Fall jetzt nichts anderes als S von V, minus S von V1. Das S von V ist 0, also hat man 0 minus S von V1. Also haben wir einfach minus, und jetzt müssen wir das S von V1 ausrechnen. Und das ist also so, wie es da steht, K mal. Und da kommt dann vor, dass W von V1 ist also 2 hoch minus n. Also was kriegen wir da hier? Oder sagen wir lieber vorsichtig, nicht 2. Bleiben wir bei dem Allgemeinen. Das war ja nur eine Annahme, dass das wirklich in der Mitte ist. Nehmen wir den Ausdruck da, W von V1, wie er da steht, ist V1 durch V hoch n. Nicht? Also K mal ln von V1 durch V hoch n ist weiter minus K mal V1 durch V hoch n. Und da kriegen Sie es, das ist also daher minus K mal diesen Exponenten, der kommt vor den Logarithmus. Das ist also eine alte Regel, nicht? Wenn man den Logarithmus von einer Potenz nimmt, kommt der Exponent nach vorne. Also minus k mal n mal ln von v1 durch v. Naja, und daran sehen Sie, was folgt daraus? Dieses ln v1 durch v ist dasselbe wie minus ln von v durch v1. Der Logarithmus des Reziprokwertes ist minus der Logarithmus von dem ursprünglichen. Was bleibt also daher? Das Delta S ist gleich, minus mal minus ist plus, nk mal ln v durch v1. Und dieses n mal k, das tun wir jetzt nur übertragen auf diese Molgeschichte, weil n mal k, wobei n die Molekülanzahl und k die Boltzmann-Konstante ist, ist dasselbe wie n mal r, wo n die Molzahl und r die allgemeine Gaskonstante ist. Das ist haargenau dasselbe. Da tut man nur durch diese Avogadro-Zahl durchkürzen, sonst ist das nicht. Und was kommt da heraus? N mal R mal ln V durch V1. Und jetzt bitte, das ist natürlich der Punkt, der einen wirklich freut. Weil schauen Sie, was da oben steht. Delta S ist N mal R mal ln V durch V1. Tada! Das gleiche Ergebnis. Also, Sie sehen, diese Interpretation ist sinnvoll, und dieses Monster an einer Zahl, 10 hoch minus 1,8 mal 10 hoch 23, das ist gezähmt worden durch diesen Ausdruck. Weil man erstens mit dem Logarithmus das schon deutlich herunterkaut hat
und es dann noch mit der kleinen Boltzmann-Konstante multipliziert hat. Na, ist das nicht was, dass man auf sowas draufkommt und dass das auch wirklich richtig herauskommt? Also Sie sehen, diese statistische Überlegung führt auf eine Übereinstimmung mit den damals schon wohlbekannten phänomenologisch-thermodynamischen Relationen, in denen die Entropie als so ein Exotikum vorgekommen ist, sozusagen, mit dem man zwar gut rechnen kann, aber ist halt die Entropie. Jetzt auf einmal kommt da eine Interpretation hinein, nämlich, dass die Entropie etwas zu tun hat mit der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Zustandes. Und jetzt ist etwas, was ich hier noch hinzufügen möchte, um diesen Entropie-Interpretationsbegriff noch etwas konkreter zu machen. Bis jetzt sind wir davon ausgegangen, dass das eine Wahrscheinlichkeit W ist zwischen 0 und 1. Weil Wahrscheinlichkeiten können nicht mehr als 1 sein, denn mehr als 100% Wahrscheinlichkeit ist ja Blödsinn. Man sagt zwar oft, das ist 120% sicher, dass das passiert, aber jeder weiß dazu, ein Blödsinn. Das soll ich nur sagen, es ist halt sehr sicher, nicht? Aber 100% ist 100%. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit 1. Was soll da mehr sein? Und jetzt ist hier noch ein weiterer wichtiger Punkt, nämlich, bei dieser Interpretation kann man dieses W auch anders interpretieren. Und zwar um einen gewissen, doch erheblichen Faktor größer. Indem wir dieses W als die sogenannte thermodynamische Wahrscheinlichkeit auffassen. Und diese thermodynamische Wahrscheinlichkeit ist nicht eine Wahrscheinlichkeit im streng mathematischen Sinn, sondern eine Wahrscheinlichkeit multipliziert mit einer konstanten Zahl. Wir sagen nämlich, diese thermodynamische Wahrscheinlichkeit ist die Anzahl der mikroskopischen Realisierungsmöglichkeiten eines Makrozustandes. Anzahl der mikroskopischen Realisierungsmöglichkeiten eines makroskopischen Zustandes. Naja, die Anzahl kann sehr hoch sein. Denken Sie sich nur, auf wie viele unterschiedliche Weisen sich diese Moleküle bei all ihren statistischen Anordnungen anordnen und verteilen können hinsichtlich ihrer Aufenthaltsorte, hinsichtlich ihrer kinetischen Energien, der Richtung ihrer Bewegungen. Unglaublich, nicht? Also wird das im Allgemeinen eine große Zahl sein. Der Satz muss auch zu Ende kommen noch dann. Aber wenn wir, was wir ja ganze Zeit annehmen, das Postulat der gleichen a priori Wahrscheinlichkeit annehmen, das ist wieder so eine Geschichte, wo das Chaos hinein verwoben ist sozusagen, dass wir nämlich sagen, dass jeder dieser einzelnen mikroskopischen Realisierungszustände gleich wahrscheinlich auftreten wird bei einem Makrozustand, dann bedeutet das, je größer diese thermodynamische Wahrscheinlichkeit wird, desto größer wird die tatsächliche Wahrscheinlichkeit für den Zustand. Wenn es viele Realisierungsmöglichkeiten gibt und die alle gleich wahrscheinlich sind, dann wird der Zustand insgesamt wahrscheinlicher sein, als wenn es nur eine einzige Realisierungsmöglichkeit gibt. Dann wird die Wahrscheinlichkeit viel geringer sein. Man kann also dieses W wieder als ein Maß für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Makrozustandes ansehen. Durch je mehr Mikrozustände der Makrozustand realisiert werden kann, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass er eintritt.
weil das Postulat der gleichen a priori Wahrscheinlichkeit sagt, alle Mikrozustände, die möglich sind, sind gleich wahrscheinlich. Wenn jetzt ein Makrozustand durch sehr viele von denen repräsentiert wird, wird er häufiger auftreten als einer, der nur zwei Möglichkeiten hat, der kommt schon kaum mehr vor. Zwischen dem W hier und dem W hier liegt nur ein Faktor, ein konstanter Faktor. Und nachdem das da ein Logarithmus ist, bedeutet das, dass das nur eine additive Konstante ist. Und bei dem S, wo es uns ja in erster Linie auf Änderungen ankommt, kommt es auf eine additive Konstante genauso wenig an wie bei der potentiellen Energie, wo es ja wieder nur um Energiedifferenzen geht und es ja dann nur davon abhängt, was für einen Referenzzustand man wählt. Also kann man letztlich diese selbe Interpretation aufrechterhalten, wenn man als W hier ja eine Zahl nimmt, die die Anzahl der mikroskopischen Realisierungsmöglichkeiten betrifft. Das ist jetzt eine Zahl, die nie kleiner als 1 wird. Weil zumindest eine Realisierungsmöglichkeit wird wohl jeder Makrozustand haben. Beispielsweise, ich habe auf Ihre Frage nicht vergessen, Herr Kollege, aber ich muss den Gedanken zu Ende bringen. Wenn Sie also zum Beispiel einen Zustand hypothetisch direkt am absoluten Nullpunkt hätten, da liegen alle geordnet herum und tun gar nichts. Das wird im Wesentlichen eine Realisierungsmöglichkeit haben. Zumindest im klassischen Fall. Wenn man das quantenmechanisch betrachtet, kann es noch zu Entartungen kommen. Das macht die Geschichte ein bisschen unterschiedlich, aber nicht viel. Im Wesentlichen ist dann das W gleich 1 und ln W ist gleich 0. Das heißt, in der Interpretation wird für den Fall T gegen 0 dann das S ebenfalls gegen 0 gehen. Und das, meine Damen und Herren, ist, was man auch schon aus der phänomenologischen Thermodynamik, ich habe Ihnen das bis jetzt nur vorenthalten, als den dritten Hauptsatz bezeichnet. Dass am absoluten Nullpunkt die Entropie gleich Null ist oder halt bei Annäherung an den absoluten Nullpunkt die Entropie gegen Null geht. Das ist so eine Art willkürliche Festlegung des Absolutbetrages der Entropie. Und dann verschiebt sich alles in der Weise, dass das halt so zusammenpasst. Sie sehen also, dass diese Gleichung zusammen mit der Interpretation für das W in allen Aspekten mit den drei phänomenologischen Hauptsätzen, dem ersten, dem zweiten und dem dritten zusammenpasst. Und daher kann man das als eine sinnvolle statistische Interpretation des Entropiebegriffes verstehen. Die Entropie ist also ein Maß für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Makrozustandes. Na, das ist doch schon was viel Griffigeres als das, was wir bisher bei der Entropie gehabt haben. So, jetzt mache ich mal, gebe ich Ruhe, was wollen Sie? Ein sehr guter Einwand. Das ist auch zu Boltzmanns Zeiten, wie er sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts damit beschäftigt hat, natürlich ein Problem gewesen. Dass es ja eine kontinuierliche, unterschiedliche Möglichkeit von Anordnungen gibt. Aber wir haben ja dann wenige Jahrzehnte danach mit dem Heraufkeimen der Quantenmechanik gesehen, dass es sehr wohl im Mikrobereich nur bestimmte endliche Anzahlen von Zuständen, von Systemen gibt. Und die kann man dann auch zählen. Und im Zusammenhang mit der quantenphysikalischen Interpretation gewinnt das natürlich eine noch wesentlich größere, konkrete Realität. Aber zugegeben, zu Zeiten, wie Boltzmann sich das ursprünglich überlegt hat, war das so gesehen schon ein Problem. Aber mit der Hinzunahme der Quantenphysik
kann man das noch viel konkreter wirklich in Zahlen realisieren. Sind wir froh, dass sich das so gut zusammenfügt? Was? Verstanden werden kann das erst mit der Frage. Letzten Endes schon, aber trotzdem, zumindest in einem semi-quantitativen, in einer semi-quantitativen Weise, können Sie schon sehen, wenn Sie nahe beim absoluten Nullpunkt sind, dann wird das wenig wesentlich kleiner sein, als wenn Sie bei einer höheren Temperatur sind. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel da nur das halbe Volumen betrachten, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit und damit auch die Anzahl der Realisierungsmöglichkeiten viel kleiner. Wie man das jetzt wirklich skaliert, ist eine zweite Sache. Aber wenn man eben davon ausgeht, am absoluten Nullpunkt muss das W1 sein, dann stimmt das mit dem dritten Hauptsatz zusammen und daher ist das schon eine sehr sinnvolle Interpretation auf statistischer Basis. Und jetzt ist schon wieder 1:15 und ich muss Ihnen noch was dazu sagen. Es ist schon schrecklich in der Vorlesung, dass der Wagner nie fertig wird. Aber Sie sind ja schuld, weil Sie haben ja was gefragt. Schauen Sie sich jetzt da oben noch einmal diese Geschichte an, Delta S gleich 0 für reversibel und Delta S größer 0 für irreversible Vorgänge in thermisch isolierten Systemen. Und das bedeutet letzten Endes, wenn Sie jetzt diese statistische Interpretation hernehmen, dass bei Zustandsänderungen in thermisch isolierten Systemen die Zustände sich nur in Richtung von Zuständen größerer thermodynamischer Wahrscheinlichkeit bewegen werden und damit letzten Endes zu Zuständen, die mehr chaotisch sind. So wie mein Schreibtisch, der nach einem Arbeitstag also schrecklich ausschaut und in der Früh fange ich immer an, so dass ich mich halt bemühe, dass er einigermaßen vernünftig ausschaut. Und das ist eine weitgehend statistische Geschichte. Und daher natürlich gleich dieses Schrecknis, wie ist es mit dem ganzen Universum, wenn das allebei nur in einer Richtung geht, das ist ja wieder dieser Zeitpfeil, der da drinnen ist. Alles geht in Richtung zum Chaos. Wie werden wir einmal ausschauen? Also wenn das wirklich diese Entwicklung nehmen würde, dann wird das sicher so lang dauern, dass wir das nicht mehr beobachten werden. Aber außerdem, das möchte ich schon auch dazu sagen, es ist ja schon eine etwas gewagte Annahme, zu sagen, dass unser ganzes Universum als System betrachtet thermisch isoliert ist. Wer kann denn das sagen? Ist denn das Universum überhaupt in unserem Sinn ein System? Systeme haben ja immer eine Umgebung. Hat unser Universum überhaupt eine Umgebung? Also wenn man das da auf derartige extreme Anwendungsfälle anwendet, dann ist es etwas spekulativ. Aber den Boltzmann hat es natürlich damals schon auch gejuckt, nicht, dass man da so schreckliche Folgerungen daraus zu ziehen hat. Aber eine letzte Bemerkung gestatten Sie mir auch noch, obwohl es 2:15 ist. Wieso haben wir uns dann entwickelt? Wieso hat sich die ganze Biosphäre entwickelt? Denn obwohl natürlich in jedem Menschen und in jedem Lebewesen eine gewisse chaotische Komponente vorhanden ist, aber insgesamt sind wir doch unglaublich hochgeordnete Systeme. Und das soll sich jetzt nur statistisch entwickelt haben, so von den Algen und so weiter, da hat man nur gewartet und das wird dann, da glaubt man natürlich sofort, da muss also der Herrgott im Spiel gewesen sein, der hat uns irgendwie zusammengesetzt. Aber obwohl ich also keineswegs sagen möchte, im Gegenteil, dass die Wissenschaft irgendwie den Gottesbegriff zur Seite schiebt, das ist erstens was ganz anderes und zweitens alles dieses Staunen über diese tollen Gesetzmäßigkeiten, die wir da so entdecken immer weiter, muss uns das recht staunen machen. Da muss einer gewesen sein, dass sich das einmal ausgedacht hat oder so. Darauf wollte ich es nicht hinaus. Wieso also haben wir uns gebildet, ohne dass einer uns da so zusammengesetzt hat aus Staub oder irgend sowas, nicht so wie es in der Bibel steht? Weil die Lebewesen alles offene Systeme sind. Wir leben im wahrsten Sinne des Wortes vom Austausch mit unserer Umgebung.
Wir sind keine thermisch isolierten Systeme, weder thermisch noch massenmäßig. Wir haben einerseits eine thermische Wechselwirkung, aber andererseits, wir haben einen Stoffwechsel in beiden Richtungen. Sehr wichtig, sonst können wir nicht existieren und andere Lebewesen auch nicht. Dieser Stoffwechsel, der als so etwas fast Ärgerliches ist, dass man also hier und da aufs Klo gehen muss, nicht so Blödsinn. Das ist die Basis unserer Existenz. Dieser Stoffwechsel führt dazu, dass wir, wenn wir uns über lange Sicht weiterentwickeln, das so machen können, dass zwar unsere eigene Entropie kleiner wird, weil wir immer hochgeordneter werden gegenüber so einem Haufen Moleküle. Wenn es mit alles verbrennen, dann sind im Wesentlichen dieselben Moleküle, aber es ist halt irgendwie nichts. Ne? Also es muss also eine tolle Ordnung entstehen. Das geht auf Kosten der Umgebung. Wenn Sie uns mitsamt unserer großen Umgebung zusammennehmen, dann wird dort insgesamt diese Zunahme von dem S schon vorhanden sein. Aber lokal können wir durch unsere Wechselwirkung und Stoffwechsel mit der Umgebung auf Kosten unserer Umgebung uns in der Weise entwickeln, dass in der Umgebung die Entropie noch stärker zunimmt, damit dass sie bei uns etwas abnehmen kann. Und so gesehen ist ein oft verwendetes Argument, das sagt, dieser ganze Boltzmann, den vergessen wir doch, denn sonst hätten wir uns ja nicht entwickeln können. Das geht ins Leere. Da muss man das Ganze größer systemisch betrachten. Aber für größere Systeme, die man dann vielleicht in besserer Näherung als thermisch isoliert ansehen kann, gilt diese Interpretation. Also ich hoffe, jetzt ist 5 Minuten drüber, jetzt mache ich Schluss, dass Ihnen das also etwas geholfen hat dazu, zu verstehen, was die Entropie ist. Und morgen, kommen Sie morgen noch, das zahlt sich aus, morgen haben wir noch 2 Experimente für Sie. Denn morgen, wenn wir endlich einmal von diesen ewigen fadenidealen Gasen weggehen und uns anschauen, wie man mehr reale Systeme beschreiben kann, das führt dann zu Phasenübergängen und zu kritischen Phänomenen. Und mit denen wollen wir uns morgen, kurz aber doch, auseinandersetzen. Danke.